kriege ich es halt. Och. Ich kann so gar nichts mehr treffen. Kann ich eigentlich gar nichts mehr treffen? Ja, weil ich unfähig bin, ich weiß. Munitionsgeber. Da gibt es noch ein bisschen Zeug. Was haben wir da bekommen? Das müsste der sein. Das ist also Mr. Hayden. Er hat ein schönes Schwertchen an. Im Jahre 2150, nachdem die Kommunikation zwischen der Erde und den Einrichtungen auf dem Mars abgebrochen war, tauchte UAC-Direktor Samuel Hayden plötzlich vor dem irdischen AN-Rat auf. Die dämonische Invasion hatte bereits begonnen und Dr. Hayden erschien genau zur rechten Zeit, um Hilfe zu leisten. Er versorgte die Widerstandsarmeen mit Argent-Technologie und fortschrittlicher Ausrüstung und übernahm die jüngst gebildete ARK als leitender Direktor das Ruder. Dr. Haydens strategischer und wissenschaftlicher Scharfsinn war für den Kriegsbemühungen von unschätzbarem Wert. Schon bald erhielt er vom globalen Rat das Oberkommando über sämtliche Widerstandsaktivitäten. Der ARK trat den Dämonen mit hochmoderner Technologie, Exoanzügen und schweren Kampfmechs gegenüber. Kämpfte aber auf verlorenen Posten. Operation Hellbreaker war Samuels finales Vorhaben, ein gewaltiger Gegenangriff, der letztendlich scheiterte. Sein Roboter-Torso wurde von ARK-Soldaten geborgen und Samuel wird nun von einer Notmannschaft von Wissenschaftlern überwacht und gehegt. Sie führen die Notfallpläne zum Schutz seines Körpers und des auf dem Mars erbeuteten Schmelztiegels aus. Ja, aber wenn er vorher von der URC war, die Leute, die gesagt haben, so, hey, wir möchten unbedingt, dass die Dämonen kommen, dann gibt man den Leuten dann Zeug. So, wir können das Kampfding mal benutzen, aber ich glaube, wir haben da unten schon ein Kampftor. Portal. Nee, hatten wir nicht. Wir haben noch keins übersehen. Komm. Versuchen wir es mal. Alle Begegnung. Alter! Vor allen Dingen, ich wechsle immer nach oben. Ich würde jetzt gerne mal genau die da haben. Fehlschlag, ja, weil nicht in der Zeit, weil ich runtergefallen bin und weil ich die Waffe nicht wechseln kann. Oh, der arme Kleine da hinten. Warum scrollt er nach unten, wenn ich nach oben scroll? Ich scroll nur in eine Richtung. Der wechselt immer nur die Waffe zwischen zwei Sachen. Was ist das? So, jetzt scroll ich mal nach unten. Jetzt wechselt er auch wieder in die andere Richtung, aber... Wenn ich da 3 Jahre brauche, um die Waffe zu wechseln, dann lohnt sich das einfach nicht. Alter! Kommen wir mal kurz AFK, werde ich schon rumragen. Ja, es ist manchmal einfach so, weil... Schön, dass ich die nicht getroffen habe. Viel Scheiß, viel.
hättest auch gleich mitsterben können. Achso, du bist tot. Na gut, dann stirb. Okay. Ja, ich hätte jetzt gerne diese Waffe wieder gehabt. Und nein, ich habe nur einmal nach oben und einmal nach unten getickt. Und schon wechselt er ganz woanders hin. Ich verstehe das nicht. Ist es. Okay, dann bleibt der Wecker halt an. Ich wollte den Nachbarn was Gutes tun. Dann bleibt der Wecker halt an. Mich wundert, dass das Gebäude noch steht, während es hier brennt. Na egal. Hier gelten andere Regeln. So. Tempo-Boost, Bewegungskontrolle in der Luft mehr. Komm. Der könnte wahrscheinlich sinnvoll sein. Hallöchen, Schatzi-Blecki. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest einen angenehmen Tag. Sie glauben an die Rettung durch den Doomslayer? Die Erlösung kommt durch uns, nicht durch ihn. Oh. Ja gut, dann. War schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich beende jetzt das Spiel. Die Erlösung kommt ja. Ist okay. Wir verändern die Welt. Seele um Seele. Ich wollte nach oben! Ja, ich habe die Waffe gewechselt. Ah, fuck, noch so ein Scheißvieh. Das ist so eine Ecke hier. Gar nicht gut. Komm. Hier war doch ein Portal. Hallo. Da geht die doch. Sorry. Sag mal. Keine Munition, na gut. Jetzt hat er schon wieder umgedreht. Danke.
treffen. Ich hab keine Ahnung. Er ist okay. Ich wage mich auch nicht. Ich wage mich auch nicht. Was? Was ist das? Ja. Ich hätte gerne eine andere Animation. Also. Ja, jetzt ist meine Animation aus. Ich muss dich nicht treffen, ich muss nur die Bogen treffen. Das reicht mir. Ich habe sie zu fressen gern. Sorry. Alter, 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 Alter. Leben! 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 Munition! Munition! Oh, oh, oh. Ah, falsches Vieh. Leben! Was ist das? Oh, not done. That was easy. Oh, du noch. Oh. Puh. No, es war ein witziger Tag. Erzähl. Achso, Arbeitsbeginn, Telco, Telco 2, Telco 3, Feierabend. 14 Uhr, weil Überstunden abbauen, weil Kurzarbeit. Hab die Woche noch 2 Stunden zu viel gearbeitet. Wie kannst du nur? Was ein Rage? Ja, der Satz hat geraged. Ja, Überstunden, ganz böse. Na komm her. Na komm. Achso, okay. Wenn du nicht magst, dann spiele ich auch nicht mit dir. Dabei war es so friedlich da hinten bei ihm. Ich wollte tatsächlich mit ihm spielen, aber nein. Dann fällt er einfach um und stirbt. Das ist keine Wertarbeit, dieser Dämon. Oh, den Raub kenne ich noch gar nicht. Da geht's weiter. Achso, ja, das ist der... Das ist der, wo er gerade rausgehüpft ist. Aber wo ist jetzt das Secret? Da. Könnte das Ding jetzt noch fliegen? Könnte der Helicarrier von Shield einpacken? Vigadateneintrag. Ab 21.51 führte der ARC-Operation von mobilen Kommandoträgern aus. Eine Kommandozentrale zu Wasser, die für Angriffsoperationen mit großer Reichweite entwickelt worden war, zum Hauptquartier des ARC wurde. Das primäre Ziel des ARC, die Quelle der Höllenwucherung zu lokalisieren und dadurch das Auftauchen der Höllenportale zu unterbinden. Das Tor zwischen den Dimensionen zu schließen. Das Herz des Armored Response Coalition ist ein aggressives Forschungs- und Entwicklungsprogramm für neue militärische Technologien. Als Teil von Dr. Haydens Arbeit wurde von ihm kontrollierte UAC-Ressourcen einschließlich mächtiger KI-Technologie für die Entwicklung von Waffen eingesetzt, und dazu, die dazu dienen, der höllischen Bedrohung direkt entgegenzutreten. Ah, schön. Aber gut, es ist weniger Arbeit. Gut, dass es weniger Arbeit wird. Nicht richtig. Wie ich mal irgendwann auf Twitter geschrieben habe. Hotliner. Das Beste, was du machen kannst. Vorausgesetzt, du bist... Dein Telefon ist frei, weil dann bist du erreichbar. Aber
Du musst die Anrufe annehmen, ansonsten wärst du ja nicht erreichbar. Aber wenn du den Anruf angenommen bist, bist du nicht mehr erreichbar. Aber du musst ja erreichbar sein. Und das 100% der Zeit. Bei Kurzarbeit, also 100% minus so und so viel. Aber dann bist du ja nicht mehr erreichbar in der Zeit, in der du Kurzarbeit machst. Ja. Andere Waffe. Ja, die ist okay. Ach, das ist ja noch die zweite. Sag mir das doch mal einer. Ach, du bist auch noch. Ja, schön. Ich wollte dich halt nicht gerade wegholzen, aber. Ich hab das Gefühl, hier sind ein paar mehr. Und die Kanone. Ja, das hat uns nur ein Leben gekostet. Alles klar. Hallöchen, King. Willkommen. Auch bei dir hoffe ich, du hattest einen angenehmen Tag, auch wenn wir uns eben schon mal gesprochen hatten. Ich habe mit meinem Ich. Ach, Blackie, das kriegst du schon hin. Dein Vorgesetzter ist sich ziemlich sicher, dass du das hinkriegst. Also, wenn er Vertrauen in dich hat, dass du sowas hinkriegst, dann bin ich mir sicher, dass du das auch wirklich hinkriegst. Hallo, ich habe jetzt mal nicht die Waffe gewechselt. Danke. Alles klar. Union Aerospace. Alles klar. Aber, ja. Ich wollte gerade fragen, wie können wir das Ding jetzt manipulieren? Hey, hier ist sauber. Hier gefällt es mir. Hier bleibe ich. Leider nicht selber steuern. Erstes Ziel zerstört. Der zweite Geschützturm ermöglicht Ihnen den richtigen Winkel für den zweiten Tentakel. Na, ist ja klar. Ich kann mich auf dem Ding nicht mehr bewegen. Achso, ich werde da oben nicht abgesetzt, sondern ich darf direkt zur Frauenunterwäsche. War da oben vielleicht Männer unter? Auch nicht? Okay, dann nicht. Na gut, dann halt mal lassen. Dann halt zu den Spielzeugen.